finde das so unfair. Ich schaffe es nicht mal mehr, die letzte Kerze anzuzünden. Hallo zu meinem letzten Video, bevor die Welt untergeht. Tja, würde man auf den ganzen Quatsch hören, dann hätten wir jetzt wohl gerade noch 2 Tage übrig. Und vielleicht sollte man da nicht mehr kleckern, sondern klotzen. Moment. So, das ist doch schon viel festlicher und passender für den Weltuntergang, oder nicht? Naja, ich meine, ich glaube eh nicht dran, weil das würde mich ja schon total überfordern, jetzt noch zu entscheiden, welches Buch oder welche Bücher ich noch schnell lesen wollen würde, bevor die Welt untergeht. Habt ihr noch irgendwelche Bücher, von denen ihr sagen würdet, dass ihr die unbedingt noch lesen müsst, bevor die Welt untergeht? Würde mich ja mal interessieren. Ich meine, vielleicht ein Klassiker, den ihr euch bis dahin noch nicht rangetraut habt? Oder würdet ihr versuchen, an irgendein Buch zu kommen, was noch gar nicht offiziell im Handel ist? Das würde mich ja mal interessieren. Ich fände es zum Beispiel auch sehr schade, wenn die Welt untergeht. Und ganz viele gute Bücher. Ich meine, ich müsste ganz viele weltuntergangssicher verpacken. Zum Beispiel alle meine Oscar Wilde Bücher oder die von Markus Zusak, die ich ja gerade erst für mich entdeckt habe. Oder auch zum Beispiel Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer. Oder, naja, ich müsste wirklich viele Bücher weltuntergangssicher verpacken. Welche würdet ihr denn retten wollen? Naja, und ganz ehrlich, diese Überlegungen, die bringen meinen Kopf schon wieder leicht zum Explodieren, deswegen lasse ich das jetzt und spreche mit euch über Weihnachten. Denn es ist ja nicht so, als würde es keine weihnachtlichen Bücher geben. Nur beim Durchschauen meines Regals ist mir aufgefallen, dass ich davon irgendwie nicht besonders viele habe. Also zum einen habe ich 2 weihnachtliche Krimi-Adventskalender. Und zwar diese beiden hier. Vielleicht habt ihr ja mein Sub-Video gesehen, da habe ich schon gesagt, ich habe die beide nicht zu Ende gelesen. Nicht, weil mir die Geschichten nicht gefallen hätten oder so, aber ich finde es einfach unheimlich anstrengend, dass man immer nur eine Geschichte am Tag lesen darf, weil diese Kurzgeschichten, die gehen halt so über 10, vielleicht 15 Seiten und dann war es das. Und der Sinn der Sache ist ja, dass man eine pro Tag liest. Und das war irgendwie nicht so meins, deswegen habe ich die nie zu Ende gelesen. Viel besser fand ich dafür ein anderes Weihnachtsbuch, was ich habe, nämlich Dash und Lillys Winterwunder. Dieses Buch ist wirklich, wirklich schön, kann ich allen ans Herz legen, die vielleicht eine sehr weihnachtliche, ein bisschen kitschige, romantische Geschichte haben wollen. Auf jeden Fall ist sie sehr niedlich und spielt natürlich zur Weihnachtszeit. Der Name Winterwunder ist Programm hier, denn es gibt tatsächlich ein kleines Wunder. Und es fängt auch schon sehr wunderlich an, denn es geht um Dash, der geht in einen Buchladen und findet dort im Regal ein kleines Notizbuch. Und dieses Notizbuch gehört offensichtlich nicht in den Laden. Und er schlägt es auf und darin findet er, naja, eine Art Rätsel von einem Mädchen, nämlich von Lilly. Und er beschließt, dieses Spiel mitzuspielen und schreibt auch in das Notizbuch, stellt es zurück in den Laden und wartet, bis Lilly das Buch findet. Tja, und so fangen die beiden an, über dieses Notizbuch miteinander zu sprechen und sich gegenseitig quer durch das verschneite winterliche New York zu schicken. Tja, bis die beiden vielleicht aufeinandertreffen. Vielleicht. Auf jeden Fall ein wirklich, wirklich schönes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Wenn die beiden Autoren hier zusammenarbeiten, kommt da sowieso meiner Meinung nach immer was Gutes raus. Und deshalb eins meiner liebsten Weihnachtsbücher. Tja, und das letzte weihnachtliche Buch, was ich besitze, ist dann auch schon Stille Nacht. Wieder eine Anthologie. Diesmal allerdings keine Krimis, sondern weihnachtliche Fantasy-Geschichten. Hier sind ganz viele Autorinnen drin vertreten, die man auch sehr gut kennt, wie zum Beispiel Nina Blason. Und was mir besonders in dem Buch aufgefallen ist, war die Geschichte von Annika Bär. Die Autorin kannte ich bis dahin gar nicht und ich wusste auch nicht, dass sie schon unter dem Autorenpseudonym Frank Harubus Bücher veröffentlicht hat. Mittlerweile ist sie ja doch ein bisschen bekannter, aber als ich die Geschichte gelesen habe, wie gesagt, kannte ich sie noch gar nicht und ich war unheimlich begeistert von ihrer Kurzgeschichte, weil ihr Schreibstil wunderschön ist. Und deswegen hat mir auch das Buch sehr gut gefallen. Ich meine, hier sind ebenfalls ein paar Geschichten drin, die ich nicht besonders mochte. Ist ja bei Anthologien leider immer so, aber dafür auch ganz viele richtig schöne. Das heißt, dieses Buch ist vielleicht was für die Fantasy-Fans unter euch, die, naja, auch bei Weihnachten nicht ganz auf Fantasy-Geschichten verzichten wollen. Ansonsten könnt ihr mir ja mal sagen, was eure Weihnachtsbücher sind, denn die Welt geht in 2 Tagen unter, ich brauche noch ganz schnell neue Tipps. Ansonsten würde ich sagen,
genießt die letzten 2 Tage oder, naja, genießt die restliche Woche. Im Zweifelsfall sehen wir uns nämlich Sonntag wieder. Macht's gut!